Ja, ich möchte heute dieses Video machen für all diejenigen, die an Jesus gläubig sind und für die schon gebetet worden ist in Jesu mächtigen Namen, aber die noch keine Heilung empfangen haben und die sich deswegen ganz schön große Selbstvorwürfe machen, ja, sich vielleicht auch nicht so angenommen fühlen von Jesus. Vielleicht gehörst du dazu. Ich möchte dir unbedingt mit diesem Video den Frieden Gottes heute überbringen, dass diese Selbstvorwürfe aufhören. Ich bin schon seit vielen Jahren für Jesus Christus im Heilungsdienst. Ich habe schon selber viele Heilungen erlebt, übernatürliche Dinge wie Wirbelsäulenbegradigung oder dass Beine gleich lang gewachsen worden sind, dass Krebs verschwindet, Knochenbrüche zusammengewachsen sind. Ich habe alles schon erlebt und ich habe auch schon viele, viele Nichtheilungen erlebt, sogar öfter als Heilungen. Und ich weiß, dass der Glauben eine Rolle spielt, aber dass er auch keine Rolle spielt. Wir können da keine Regel draus machen. Das möchte ich dir sagen, dass dein Glaube ausreichend ist, dass Jesus dich heilen kann. Und ich möchte dir auch sagen, dass du geliebt bist von Jesus und gerettet bist. Und ich möchte dir auch sagen, dass immer noch die Rettung das Allerwichtigste ist in Jesu Namen. Und weißt du, ich bin selber im Heilungsdienst. Ich weiß von den Verheißungen Gottes und wie wichtig es auch ist, da durchzubrechen. Aber ich weiß auch eben von dem Grund, warum keine Heilung geschieht, der heißt, wir wissen es nicht. Gottes Gedanken sind größer und höher als unsere, als deine. Und du darfst ihm vertrauen, wenn er dir sagt, dass alles zu deinem Besten dient. Du verstehst es nicht, ich auch nicht. Ich wünsche mir, dass viel mehr Rollstuhlfahrer aufstehen, dass alle geheilt werden. Aber wenn es eben nicht geschieht, ja, dann ist es so. Jesus weiß schon, warum. Du bist geliebt, dein Glaube reicht aus. Und es ist Zeit, diese Selbstvorwürfe über Bord zu schmeißen. Es ist wirklich Zeit. Jesus ist für all das, was du gemacht hast, ans Kreuz gegangen und er liebt dich ohne Ende. Und er möchte, dass du ihm vertraust. Und es kommt wirklich gar nicht immer nur auf diese äußerliche Heilung an. Vielleicht fängt Jesus auch innerlich erstmal an, dich zu heilen und aufzustellen. Wir wissen es nicht. Wichtig ist deine Rettung und auch, dass du immer voller wirst mit Jesus, dass du den Blick nicht verlierst. Wie Hiob zum Beispiel, der hat auch Krankheiten bekommen. Der Teufel durfte ihm die Krankheiten auferlegen. Und in der Bibel steht, Hiob war ein gottesfürchtiger Mann. Der hat alles richtig gemacht. Trotzdem durfte der Teufel ihm dies auferlegen. Und Hiob hat festgehalten. Er war und blieb bei Gott. Er hat diese Sachen mit Gott ausgemacht, seine Diskussion. Er hat den Fokus auf Gott gehabt. Ich wünsche mir, dass dein Fokus auf Jesus bleibt und dass du weißt, er liebt dich. Er hat alles gemacht. Du bestehst vor ihm. Er möchte dich verändern. Er möchte dich heilen. Und schau nicht so sehr auf das Sichtbare, warum du vielleicht noch im Rollstuhl sitzt, warum du vielleicht noch blind bist. Schau nicht auf das Sichtbare, sondern vertrau diesem großen, deinem großen Gott, dass er es richtig macht. Du weißt nicht, was schon längst passiert ist, wo schon längst Wege vorbereitet wurden. Weißt du, natürlich ist es wichtig auch, ja, sich selbst zu überprüfen. Vielleicht hast du schon Heilung empfangen und dann ist die Krankheit wiedergekommen. Und natürlich ist es da wichtig, dass man schaut, vielleicht bist du wieder in Sünde gefallen, vielleicht zu viel Bitterkeit, Undankbarkeit Gott gegenüber. Und da hat der Teufel schon Anrechte. Dazu habe ich ein anderes Video gemacht, falls es dich interessiert. Da findest du den Link hier in dem Text unter dem Video. Aber darauf will ich gar nicht hinaus heute, weil ein Grund ist eben auch, warum Heilung nicht geschieht, von diesen vielen Gründen, die es geben kann. Wir wissen es nicht. Und auf den will ich hinaus. Wir wissen es nicht. Gott weiß es. Gottes Gedanken sind höher. Jesus liebt dich. Jesus hat den perfekten Zeitplan für dich und du bist gerettet. Was willst du mehr? Was ist die Zeit deines Leidens im Vergleich der Ewigkeit?
Weißt du, hier werden wir schon vorbereitet für die Ewigkeit. Wir gehen ja nur über die Schwelle und Jesus arbeitet an uns, an jedem in ganz verschiedenen Bereichen. Weil da geht es ja weiter, aber da sind wir komplett wiederhergestellt. Hier fängt er schon an. Und wenn es nicht gerade ist, an deiner Krankheit äußerlich sichtbar, kannst du gewiss sein, er hat schon längst angefangen, mit anderen Dingen dich vorzubereiten. Du weißt nicht, wozu diese Zeit des Leidens gut sein kann. Weil Jesus sagt, es dient alles zu deinem Besten. Ich meine damit nicht, deine Krankheit jetzt anzunehmen und zu glauben, sie sei von Gott. Wirklich nicht. Dazu habe ich andere Videos gemacht. Krankheit kommt vom Teufel. Aber immer noch steht Gott über dem Teufel, Jesus über dem Teufel. Er sitzt am längeren Hebel und er macht es gut. Vertraue ihm. Ich bete dafür, dass Jesus dein Herz ausfüllt mit seinem Frieden und dass der Druck weicht von dir. Dieses Streben nach, ich muss jetzt unbedingt geheilt werden und ich mache etwas nicht richtig. Das geht jetzt weg in Jesu mächtigen Namen und hineinkommt die Zuversicht, dass dein großer, lebendiger Gott, dass Jesus es alles richtig macht und im Griff hat. Alles ist unter seiner Kontrolle. Unter deiner muss es gar nicht sein. Unter seiner ist es. Da kannst du gewiss sein. Sei mächtig gesegnet in Jesu Namen. Amen. Ich möchte dir hier jetzt an dieser Stelle einmal unsere CD Jesus will heilen ans Herz legen. Ich habe darauf viele Bibelstellen zum Thema Heilung selbst eingesprochen und Jürgen, mein Mann, hat diese mit Klaviermusik begleitet. Du hörst sie übrigens die ganze Zeit hier schon im Hintergrund. Und auf der CD geht es um Bibelverse, die die Verheißung Gottes betreffen, was unsere seelische und körperliche Heilung betrifft. Diese CD hat schon vielen Menschen sehr geholfen. Und wenn du magst, höre dir einfach einmal eine Hörprobe auf unserer Internetseite an. Und vielleicht kann sie auch dir helfen. Gerne darfst du natürlich auch unsere Videoarbeit mit einer Spende unterstützen. Inzwischen sind nämlich 324 Videos von uns zu ganz unterschiedlichen Glaubensthemen kostenlos verfügbar. Hab vielen Dank für deine Unterstützung.